Ich bin in meinem ersten Leben Tischler gewesen und habe dann meine Ausbildung zum Holzmechaniker gemacht, wo dann, ich sag mal, das ist ähnlich wie ein Tischlermeister, bloß dann halt für die auf die Industrieausbildung bezogen. Und ich habe schon da erkannt, dass man die Arbeitsabläufe ständig überprüfen muss, um so weit wie möglich produktiv zu sein und sämtliche Verschwendung zu vermeiden. Und das treibt mich jeden Tag auch wieder an. Wir arbeiten mit Kunden und Mitarbeitern seit sehr langen Jahren zusammen. In diesen entsprechenden Jahren erlebt unser Kunde in der Zusammenarbeit das Vertrauen, die Berechenbarkeit, die Sympathie. Und in einem Markt, in dem man sich über das Produkt kaum differenzieren kann, ist das ein entscheidender Erfolgsfaktor. Wir haben mit unseren Händlern ein Agreement getroffen, dass wir gemeinsam den Markt bearbeiten wollen, dass wir gemeinsam Neukunden gewinnen wollen. Darüber hinaus hat der Vertriebspartner in so einem Projekt nach unserer Sicht möglichst die Mütze auf. Also im Prinzip ist er der Chefkoch, wie man so schön sagt, und er stellt das Menü zusammen. Wir bekommen täglich Projektanfragen von unseren Gebietsverkaufsleitern, Objektmanagern oder auch von den Niederlassungsleitern. Diese prüfen wir auf die technische Machbarkeit zusammen mit der Konstruktion und wir werden die Materialverfügbarkeit mit dem Einkauf zusammen prüfen. Wenn alle offenen Punkte geklärt sind, werden wir die Projektanfrage zur Kalkulation weitergeben, um dem Kunden ein marktgerechtes Preisangebot unterbreiten zu können. Bezüglich der Qualität haben wir uns auch in dem neuen Maschinenraum im Zuge der Vorfertigung Gedanken gemacht. Wir haben eine vollautomatische Oberflächenkontrolle dort implementiert, die nicht nur die Oberfläche, sondern auch die Maßhaltigkeit und die Winkligkeit überprüft. Und wir haben auch die neue Lasertechnologie eingeführt, wodurch ein Quantensprung in der Qualität zukünftig bei Aßmann gegeben ist. Ja gut, die Produktivität ist natürlich gerade für den Produktionsleiter das Hauptaugenmerk und da arbeiten wir mit einem Kennzahlensystem täglich dran. Das heißt, wir besprechen jeden Morgen die einzelnen Bereiche durch und versuchen jeden Tag die einzelnen Prozesse zu optimieren. Die Just-in-Time bzw. die Just-in-Sequence-Anlieferung, wie der Name schon sagt, in Produktionsreihenfolge bei uns angeliefert, beschreibt den Einkauf der Zukaufteile, dessen Anteil relativ groß ist und ermöglicht uns eine taktgenaue Auslastung der Montage und damit auch den Versandbereich optimal zu bedienen. Partnerschaft zeichnet sich aus durch ein gemeinschaftliches Verständnis von Marktbearbeitung, von dem Willen zur Kundenorientierung und durch schnelle Reaktionszeiten und ja, marktgerechtes Agieren. Und Partnerschaft auf Augenhöhe. Das ist, jeder ist bemüht um den Kunden. Und wenn die Zusammenarbeit zwischen Lieferanten und zwischen Händler und Endkunden gut klappt, gibt es auf allen Seiten zufriedene Gesichter. Im Vergleich zu anderen Herstellern ist Aßmann in der Lage, zwei Kundensegmente zu betreuen, was häufig die anderen Hersteller nicht können. Das heißt, Aßmann kann neben der Industrie auch die öffentlichen Einrichtungen und Behörden beliefern. Sie sind aufgrund ihrer gesamten Ausrichtung und ihrer Produktion in der Lage, die Ansprüche, die aus diesem öffentlichen Bereich kommen, hinsichtlich Qualität, hinsichtlich Menge und hinsichtlich Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut zu bedienen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass die Industrie mit ihren Ansprüchen an Design, an Erscheinungsbild, an Innovation, an Technik heute genauso bedient werden kann. Die wirkliche Unternehmenskultur beweist sich für mich in der täglichen Zusammenarbeit. Und bei Aßmann ist diese durch gelebte Partnerschaft geprägt. Partnerschaft, die auch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit in beide Richtungen ermöglicht. Das spannendste Projekt vor 3 Jahren
der Neubau Universitätsklinikum Gießen, wo doch wirklich wir beide als Partner gegenüber dem Kunden gefordert waren. Wir haben meines Wissens über 4.500 Möbelteile in einer Zeit von 18 Wochen geliefert, verbaut und nicht zu vergessen, auch die Vorarbeit der Planung und der Beratung beim Kunden muss ja erbracht werden und muss letztendlich nachher eine runde Sache werden, sodass man hinterher auch sagen kann und auch der Kunde sagen kann, das hat in der partnerschaftlichen Zusammenarbeit halt auch gepasst. Unser Unternehmensleitbild ist auch in unserem Slogan verankert unter dem Titel Gute Arbeit, nachdem wir täglich versuchen zu leben und zu arbeiten. PPS ist die Formel, die uns jeden Tag im Hause Aßmann antreibt.